Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Sendung von ZEK Live, 45 Minuten mit heute Rabbinerin Elisa Klapek, Professorin am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften der Universität Paderborn, eben dem ZEK, das heute live mit Ihnen spricht und euch ins Gespräch kommen will. Und wir wollen eben beginnen in unserer Reihe, indem wir Elisa Klapek vorstellen. Schön, dass du dich darauf einlässt, mit uns ins Gespräch zu kommen, liebe Elisa. Schön, dass du da bist. Schönen Abend, freut mich auch sehr. In deiner vor knapp 10 Jahren geschriebenen und bei Herder erschienenen Autobiografie, hier habe ich sie auch mitgebracht, beschreibst du, wie während deines Studiums deine jüdische Identität für dich wichtig wird. Im späteren Kapitel beschreibst du dann, wie ich finde, in bewegender Weise dein erstes deutsch-jüdisches Ereignis. Wie siehst du heute jetzt deine Identität als deutsche Jüdin? Ja, also das Wort Identität ist so ein nicht einfaches Wort. Also ich würde mal sagen, das jüdische Leben hat sehr stark auch eine Nicht-Identität, also eine Verneinung zu dem, was so gemeinhin angenommen wird. Das ist auch typisch jüdisch übrigens, Nein zu sagen, nicht zu dem, was man gemeinhin annimmt. Aber es war eben in meiner Kindheit und Jugend so, dass was das jetzt genau ist, jüdisch zu sein, das hatte keine Definition. Klar, man ist Jude, wenn man eine jüdische Mutter hat oder zum Judentum übertritt. Aber dadurch, dass die Mehrheit der Juden in Deutschland nicht religiös sind und der Religionsunterricht in meiner Kindheit und Jugend eine untergeordnete Rolle spielte. Wir hatten das, aber das nahm man so hin und hat das nicht weiter betrieben. War da eine große Leerstelle. Und ich habe sie dann irgendwann doch damit gefüllt, indem ich sagte, mich interessiert die religiöse Tradition. Ich weiß nicht, ob ich das als Identität bezeichnen kann. Ich habe sie gelernt mit jüdischen Freunden. Ich Wann habe war das? Torah gelesen und anderes und habe dann irgendwann sagen können, ich bin religiös. Ich weiß, wovon ich rede. Wann war das? Wann war das so, dass sie die, Das dass du war dich so also in wichtig diesem fühlst? Studium, nicht? Ich war 19, 20 Jahre alt, als ich damals völlig areligiös, um nicht zu sagen, ein bisschen atheistisch sogar, habe ich angefangen mit jüdischen Freundinnen. Erst nur mit Freundinnen, dann mit vor allen möglichen jüdischen Freunden, die Tora zu lesen in Hebräisch. Es ging eigentlich ums Hebräisch. Aber ich habe heimlich eben so innerreligiöse Diskurse mit meinen Freundinnen geführt, was in der Tora steht. Wir haben darüber diskutiert, ganz kritisch diskutiert. Und dann merkte ich aber im Laufe der Zeit, und vielleicht ist das doch die jüdische Identität, ich identifiziere mich mit einer Auseinandersetzung mit dem Schrifttum. Die Tora ist der Kitt. Das heißt, zuerst war das noch gar nicht wichtig, die Frage, ob Gott existiert. Es ging um diese Tradition, um diesen Text, der hat dich fasziniert. Genau, es war der Text selber, der mich sofort von der ersten Sekunde an angesprochen hat, allerdings in Hebräisch. Nicht, ich sah die erste Seite, ich hatte mir davor überhaupt zum ersten Mal eine Bibel gekauft, Hebräisch mit englischer Übersetzung damals. Und es schlug auch überhaupt in dem Moment zum ersten Mal die Bibel auf, mit den Freundinnen zusammen. Wir hatten die alle gekauft und schlug die Bibel auf und merkte, wie mich diese hebräische flirrende Seite mit den hebräischen Buchstaben und den Vokalisierungen und Punkten, und da sind ja auch noch Gesangszeichen eingezeichnet, also ein flirrendes Bild, und ich fühlte regelrecht, wie ich regelrecht physisch reingezogen werde in den Text. Und mein Hebräisch war damals gut genug, dass ich so radebrechend mit den anderen, da waren also auch zwei Israelinnen dabei und eine andere deutsche Jüdin, wie wir anfingen, einfach den ersten Satz zu lesen, nicht? Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim ve et ha-Aretz. Und schon dieser erste Satz, was ist ein Anfang? Bereshit bara, ich habe dann also schöpfen, erschaffen, bara, hat etymologisch zu tun mit dem Bund, Brit.
Und ich fing dann eine Diskussion an, vielleicht geht es ja gar nicht um eine Erschaffung aus dem Nichts, ja, Schöpfung ex nihilo, sondern um die Verbindung, nicht? Um die richtige Verbindung der Dinge. Ja, und so habe ich dann sofort eine kleine Diskussion mit meinen Freundinnen provoziert dazu. Und aus dieser Diskussion bin ich bis heute nicht heraus. Das ging dann immer weiter. Und jetzt, wenn du fragst, jüdische Identität, es ist eine self-made Identität, wenn man das Wort benutzen kann. Ich bin selber reingegangen in den Text, habe dann aber irgendwann festgestellt, wenn ich mit anderen diskutierte, dann sagen wir mal ein paar Jahre später, merkte ich, dass wenn ich mit auch Bewanderten, also unserem Rabbiner in Hamburg erst und dann in Berlin, ich konnte plötzlich mithalten. Und da habe ich gemerkt, ach, ich kann sogar auf Augenhöhe, wenn man das so sagen darf, ich weiß, wovon ich rede. Ich kann mit dem diskutieren. Und da habe ich gemerkt, ja, ich habe jetzt eine religiöse Identität. Ich kann das sagen, ich bin religiös. Das war der große Moment. Aber die Fragen, die du jetzt ansprichst, sind ja auch theologische Fragen, oder? Also so hast du gleich auch angefangen, dich als Theologin zu verstehen oder doch theologisch nachzudenken, oder würdest du das unterscheiden von diesen sich auseinandersetzen mit der Schrift? Also heute habe ich mit dem Wort, also ich hatte sehr lange ein Problem mit dem Wort Gott, das auszusprechen, und auch mit dem Wort religiös. Und irgendwann hatte ich da keine Probleme mehr, aber wusste, das provoziert ein bisschen unter Juden. Und Theologie ist heute das Wort, was einen provozierenden Beiklang hat. Aber eher in dem Sinn, dass so distanzierend, nicht, dass man das kaum sagen kann. Ich bin jüdische Theologin. Das klingt schwierig unter Juden. Aber doch, ich würde sagen, ich bin Theologin und zwar als ein offener Begriff. Also ich spreche über Gott und ich versuche es auch in gewisser Weise zu systematisieren. Das heißt, ich bin schon theologisch unterwegs. Ich habe aber nicht die große Theologie wie jetzt im Katholizismus, da diese wunderbaren Gebilde alle hergestellt wurden. Sowas habe ich nicht. Nicht? Ich habe ja, wir haben ja auch über den Gottesbegriff schon gesprochen und ich mache das auch in meinem Seminar, die verschiedenen Gottesbegriffe, die es so gegeben hat im Judentum. Damit setze ich mich auseinander. Also ich möchte auch zu einem Gottesbegriff in der Gegenwart kommen. Ich möchte dieses Wort Gott so erklären können, dass es auch in der Gegenwart Sinn macht. Ja, das merkt man in deinen Schriften ja auch und in deiner theologischen Lehre oder der Lehre in jüdischen Studien. Dein Fach am ZEK sind ja die jüdischen Studien. Und ich habe das stark gemerkt, auch bei dem ersten Band deiner Ja, mach Locket. Schriftenreihe. Ne? Da habe ich auch das Büchlein einmal mitgebracht. Was mich da total irritiert hat, ist, dass Gott erzogen werden muss. Habe ich das richtig verstanden? Oder das jetzt etwas zugespitzt ausgedrückt, aber ich lerne natürlich als Philosoph und Theologe Gott immer als das allervollkommenste Wesen. Und ja, hier beschreibst du das so, dass auch ein allervollkommenstes Wesen noch etwas lernen muss. Also da sind vielleicht die Grundunterschiede zwischen Judentum und Christentum. Und ich frage mich auch, ob diese Unterschiede so sind, weil man um den anderen wusste. Nicht? Die einen sagen, wir haben einen vollkommenen Gott und die anderen sagen, wir haben einen Gott, der den Menschen zum Partner haben möchte und sogar vom Menschen lernen möchte. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten und das war vom ersten Moment an, als ich da als 20-Jährige anfing, Tora zu lernen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit der Vorstellung, Gott ist vollkommen. Und das ist nicht nur, weil ich ein aufgeklärter Mensch bin und das Säkulare, nicht die säkulare Emanzipation der Menschen mag, sondern die Welt ist zu schlimm, um einen vollkommenen Gott anerkennen zu können. Dann hätte er so versagt. Nicht in der, also ich mag sehr gerne, darüber haben wir ja auch schon mal diskutiert, von den vielen Begriffen, die es für Gott gibt in der Tora, ist mir der am liebsten, der sagt Shaddai, El Shaddai. Nicht Gott, und jetzt ist die Frage, was ist Shaddai?
In den Übersetzungen steht meistens allmächtig, der Allmächtige. Das ist aber eine völlig verkehrte Übersetzung. Ich weiß auch nicht, wie sie zustande gekommen ist. Aber Shaddai, etwas Weibliches da drin, die Shaddaim, nicht der, die Brust, aber eben auch Shaddai, der genug ist. Und in der Septuaginta ist es auch so übersetzt, der Genugsame. Und auch der jüdische Kommentator Rashi hat auch gesagt, der, der genugsam ist. Also ich würde das in der heutigen Zeit formulieren als der, den man noch gerade genug miterlebt. Mehr nicht. Nicht? Wir sind so verlassen von Gott. Nicht? Aber noch so gerade genug erleben wir ihn. Diejenigen, die religiös sind, die das also auch erleben. Also nicht einfach nur in traditionellen Vorstellungen sind, sondern die Gott irgendwo erleben, gerade noch genug, um daran festzuhalten und die Tradition weiterzutragen. Das ist für mich sehr wichtig. Und da will ich, das, ich hoffe, das klingt jetzt für anders religiöse Ohren nicht blasphemisch, aber da will ich Gott auch helfen, präsent zu bleiben, nicht die Wirkung zu haben, also Gott auch zu stärken. Und ich glaube, das ist eine jüdische Theologie nach der Shoah, aber auch überhaupt in dieser heutigen schlimmen Welt, dass Gott erstens ein jüdisches Volk braucht, oder brauchte in der Vergangenheit, aber überhaupt Menschen, die sich mit ihm beschäftigen, mit ihm oder ihr, wie auch immer, aber jedenfalls mit dem Göttlichen beschäftigen. Und also ein starker, vollkommener Gott, das ist für mich ganz schwierig, da auch im Dialog mit den anderen drüber zu reden. Also blasphemisch ist das gar nicht aus meiner Sicht, sondern total faszinierend, aber auch irritierend. Das bringt Gedanken in Bewegung. Und das merke ich immer wieder bei dir am ZEK, wie du uns in Bewegung und ins Nachdenken bringst. Ich möchte übrigens zwischendurch denen, die zuhören, sagen, wenn Ihnen und euch eine Frage kommt, könnt ihr das jederzeit in den Chat reinschreiben. Und ich werde dann ab halb anfangen, diese Fragen auch an Elisa Klappek weiterzugeben, sodass es dann auch ein Gespräch unter uns allen wird. Ich selbst möchte mal nochmal zurück zu meiner ersten Frage. Du hast ja jetzt im Grunde schon ein bisschen beschrieben, wie du nach der Shoah, wie du dann auch als deutsche Jüdin Gott denkst. In deiner Autobiografie beschreibst du auch so dieses deutsch-jüdische Erlebnis. Wie ist das als deutsche Jüdin jetzt gerade? Also das deutsche Judentum, ich komme selber aus dem deutschen Judentum, nicht? Ich habe eine Familie, die sogar mit einem Stammbaum, der geht bis ins 13., 14. Jahrhundert zurück, nicht? Elsass, Südwestdeutschland, das war damals ein Epizentrum jüdischen Lebens. Und also ich kann sagen, meine Vorfahren waren hier, bevor die meisten deutschen Vorfahren hier waren, nicht? Also so tief ist das. Und trotzdem weiß ich, das deutsche Judentum, also was man damit verbindet, das ist natürlich das moderne deutsche Judentum, was mit Moses Mendelssohn angefangen hat und anderen, die versucht haben, deutsche Kultur, ich meine, so war es immer, aber trotzdem, die das ganz bewusst gemacht haben, deutsche Kultur, da gab es auch einen Kulturprotestantismus, einen Kulturkatholizismus, nicht, das war nicht, die waren auch säkular oder säkularer als eine reine Theologie. Und Juden haben das eben auch gemacht und meinten, in der deutschen Kultur, wie sie damals beschaffen war, auch der Philologie, der Sprache, der deutschen Sprache, kann man eine deutsch-jüdische Symbiose oder eine deutsch-jüdische Kultursynthese konstruieren. Und das ist das deutsche Judentum geworden. Ich muss sagen, im Nachhinein, also diese Bereitschaft der Juden, nicht als eine Ethnie sich mehr zu sehen, sondern als deutsche jüdischen Glaubens, nicht? Da wurde das Judentum auch als Religion gefasst. Diese Vorstellung, dass die deutschen Juden Deutsche waren, nicht genauso wie alle Deutschen und mit ihrer jüdischen Kultur in einer Symbiose verbunden war mit der deutschen Kultur, diese Vorstellung ist zerstört durch die Nazizeit.
Es gibt auch einfach nicht ausreichend Juden mehr, um das zu leben. Allerdings, der Geist dieser Idee ist doch richtig. Denn wenn wir heute ein Judentum in Deutschland, in Europa leben wollen, dann müssen wir doch auch in Verbindungen mit der allgemeinen Kultur. Ich brauche das jetzt gar nicht deutsche Kultur, ich kann das auch die Europa nennen oder der demokratische Rechtsstaat, wie er sich hier bildet, Verfassungspatriotismus, die Dinge, die mit der Bundesrepublik Deutschland zu tun haben. Da muss für ein gegenwärtiges Judentum müssen wir doch eine Verbindung, eine geistige Verbindung mit eingehen. Und das müssen alle, das muss auch das Christentum, das muss auch der Islam, das müssen wir alle tun. Also insofern, ich glaube nicht an ein unabhängiges Judentum. Ich glaube, dass das Judentum immer in Verbindung mit der größeren allgemeinen Kultur sich weiterentwickelt hat. Und so ist das aber auch mit dem Christentum und mit jeder Religion, dass das immer in Symbiosen geschehen ist. Nur haben diejenigen, die in der Mehrheitskultur lebten oder in der Mehrheitsreligion, haben die Vorstellung, dass sie das allgemeine Tonangebende sind und diese Brücke selber nicht schlagen, nicht zu der, diese Verbindung nicht schlagen. Zur Geschichte des deutschen Judentums gehört ja auch eine Rabbinerin, mit der du dich sehr früh schon auseinandergesetzt hast, schon bevor du selber angefangen hast, rabbinische Studien zu betreiben. Rabbinerin Jonas, auch da habe ich ein Buch von dir, was ich gerade in die Kamera halte, die als eigentlich weltweit die erste Rabbinerin war, die erste Frau, die dieses Amt bekleidet und die da in ihrer Abschlussarbeit, die du herausgegeben hast, eine halachische Argumentation dafür liefert, warum Frauen Rabbinerinnen werden dürfen. Und also halachisch, also mit Theolog- oder religionsgesetzlichen Argumenten, mit Argumenten, wie wir sie sonst von den Männern kennen, die nachdenken, zeigt sie als Frau, auch eine Frau kann das. Was ist deine Erfahrung? Kommt man mit solchen Argumenten durch? Bringt das was? Kann man Menschen überzeugen auf die Weise? Oder wie entsteht Innovation im Judentum aus deiner Erfahrung heraus? Also bei der Regina Jonas war das so, sie ist in Auschwitz umgebracht worden, leider. Nicht? Sie hatte nur 7 Jahre Zeit, nach ihrer Ordination als Rabbinerin zu arbeiten, in Berlin und dann in Theresienstadt. Und trotzdem ist sie meine Lehrerin geworden. Nicht? Ihr Nachlass hat mich erreicht. Und ich hatte das Privileg, dass ich ein Buch über sie schreiben durfte. Und für dieses Buch musste ich lernen, wie die halachische, also die religionsgesetzliche Argumentation funktioniert. Und mich hat sie überzeugt. Ich war jetzt nicht so sehr in der Tora, sondern in so halachischen Texten, Schulchan Aruch und Maimonides und so. Also ich habe so eine Art kleines Rabbinatsstudium da schon geschenkt bekommen, weil ich jetzt lernen musste, mit diesen halachischen Argumentationen umzugehen. Und mich hat sie überzeugt. Ich hatte ja dann auch das Rüstzeug zu sagen, ich weiß, warum Frauen Rabbinerin sein dürfen. Aber die Frage ist sehr gut. Ich würde sagen, bei den liberalen Juden hat diese halachische Argumentation überzeugt, obwohl im liberalen Judentum die Halacha nicht so wichtig ist. Aber da hat man halt noch zusätzlich diese Argumentation. Für das liberale Judentum ist die ethische Einstellung das Entscheidende. Trotzdem, ja, die Frage ist gut. Also ich will jetzt nicht zu lang antworten, um mir so in die Details zu gehen. Es ist im Judentum mehr die Macht des Faktischen, die Veränderungen gebracht hat. Das konnte ich gut sehen, auch an meinen Studien, dass in dem Moment pragmatisch der Kurs ein anderer wurde in der jüdischen Entwicklung. Pragmatisch, wenn die politischen Bedingungen so oder so waren. Und es ist nicht unbedingt so, dass jetzt allein durch halachische Argumentation die Welt sich ändert, die jüdische Welt sich ändert. Und da gibt es auch inzwischen ganze Schriften zu, dass obwohl in der Halacha steht, dass die Mehrheitsentscheidung gilt und obwohl da steht, dass Frauen gleichberechtigt sein können, das ist ein Unterschied, gleiche Rechte oder gleiche Pflichten.
Sie haben nicht gleiche Pflichten im Judentum. Sie haben aber häufig gleiche Rechte, wenn sie das wollen. Also obwohl da steht, dass Frauen das Recht haben, alles zu machen, was die Männer auch machen, passiert es nicht. Nicht, obwohl das halachisch erlaubt ist. Und da gibt es inzwischen ganze Schriften zu, warum es nicht passiert, obwohl es halachisch möglich ist. Und das liegt daran, dass das orthodoxe Judentum eine Konsenskultur geworden ist. Nicht? Man entscheidet nur, wenn alle entscheiden, das so machen. Und keiner will der Erste sein oder der Einzige. Aber es gibt inzwischen orthodoxe Rabbiner, die auch Frauen ordinieren. Es gibt die ersten orthodoxen Rabbinerinnen. Also es gibt die ersten renitenten orthodoxen Rabbiner, die das einfach machen, weil wir, ich sage jetzt wir im Judentum, als dezentrale Religion zwei Systeme haben. Das eine System ist, dass man an einem Rabbinerseminar ordiniert wird. Das ist sozusagen die offizielle Version, die offizielle Ordination. Aber aus den Zeiten der Verfolgung ist pragmatisch auch ein zweites System entstanden. Es reicht, wenn drei Rabbiner zusammenkommen und eine Person ordinieren. Nicht so sind illegale Ordinationen schon in der Antike, nicht in der Zeit der Religionsverfolgungen entstanden. Und so ist das eben auch heute, wenn drei sich eben finden und dich ordinieren, also einen jüdischen Menschen ordinieren, dann ist der Rabbiner und das kann auch nicht mehr weggenommen werden. Und so gibt es die ersten orthodoxen Rabbiner, die Privatordinationen geben. Und es gibt inzwischen sogar auch ein Institut, ein orthodoxes Institut, was das macht. Die sind natürlich sehr umstritten, aber wir sehen schon unsere Generation, nicht, sieht die ersten orthodoxen Frauenordinationen. Und da haben die natürlich die halachische Argumentation im Hintergrund. Also doch die Argumentation überzeugt. Ja, das ist sehr ermutigend, was du da schilderst und auch die Macht des Faktischen als hilfreiche Entwicklung, ist auch sehr einleuchtend. Wie war das denn für dich persönlich? Also du hast einerseits durch Regina Jonas, durch die Auseinandersetzung mit ihr verstanden, dass das geht, Rabbinerin zu werden, was es bedeutet, wie es sich begründen lässt. Was hat dich dazu gebracht, das dann für dich selbst zu wollen? Also ich habe dann irgendwann gemerkt, also als ich das Buch über Regina Jonas veröffentlichte, das ist, glaube ich, 1999 erschienen und ich habe seit 1982 die Tora gelesen. Also das waren dann schon so 15 bis 20 Jahre, bin ich da irgendwie so undercover im religiösen Bereich tätig. Aber ich war offiziell, also mein Brotberuf war Journalismus. Aber inzwischen habe ich dann auch in Berlin damals eine liberale Synagoge mitgegründet. Ich habe sogar schon gelernt, wie man einen Gottesdienst leitet. Und ich habe mich dann gefragt, als ich an der Arbeit über Regina Jonas saß, guck mal, sie war ganz allein. Du hast jetzt immerhin ein Umfeld und hast sogar da in der Synagoge, kannst du dich austoben. Ich habe auch so ein bisschen so in meinem Charakter. Ich bin so ein Typ, ich bin irgendwo gerne diejenige, die dann auch diesen Schritt über die Grenze macht, um mal zu gucken. Also auch mich selber zu testen. Aber ich hatte das Gefühl, diese Frage, kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden? Das war der Titel ihrer halachischen Arbeit von Regina Jonas. Das wurde immer mehr zur Frage, kannst du das rabbinische Amt bekleiden. Und irgendwann habe ich mir gesagt, so, also es gibt alle möglichen Leute, die über das Judentum forschen und Journalisten gibt es auch genug, aber es gibt zu wenig Rabbiner und gar keine Rabbinerinnen zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich mich entschieden, ich mache das. Was bedeutet das für dich jetzt heute? Also du bist ja jetzt gleichzeitig Rabbinerin und Professorin. Wie verhält sich das zueinander? Was bedeutet es für dich eben auch als Wissenschaftlerin weiter als Rabbinerin tätig zu sein? Also mir ist es sehr wichtig, Rabbinerin zu sein, weil wir als Juden wirklich weiterkommen müssen. Und die theologischen Fragen, die ich kennenlerne, jetzt durch den Austausch mit Kollegen, auch in dieser offenen Atmosphäre, nicht durch die komparative Theologie,
Die sind für mich ganz wichtig. Die übersetze ich in jüdische Fragestellungen, so in meinem Umfeld auch, in den Gottesdiensten. Also ich vermische jetzt im Augenblick alles, nicht die Predigten und die Aufsätze, über die ich schreibe. Das wird alles mehrfach verwertet in alle Richtungen. Aber ich glaube, das muss auch so sein. Und jetzt zum Beispiel, wir sind gerade in diesen Geschichten. Also wir lesen ja im Judentum die Tora einmal im ganzen Jahr. Und vor kurzem war das jüdische Neujahrsfest. Wir sind also jetzt ziemlich am Anfang noch, im ersten Buch Mose. Und wir lesen jetzt gerade diese Geschichten über den Turmbau zu Babel und Sodom, das vernichtet wird, und Abraham, der mit Gott verhandelt. Und es ist so toll, jetzt diese theologischen Fragen, die ich lerne in Paderborn, doch nochmal zur Selbstvergewisserung mit meinen Gemeindemitgliedern zu diskutieren, aber eben auch umgekehrt, also Gott, der mit sich verhandeln lässt über Sodom oder Babylon. Ich sehe das nicht als Strafe, nicht, dass er die Stadt verwirrt hat mit den Sprachen, sondern es ist ein Segen für die Stadt gewesen. Also er hat die Stadt nicht vernichtet, nicht, er vernichtet nicht mehr, zumindest nach der Geschichte der Sintflut nicht mehr. Sodom hat er ja vernichtet. Aber er verwirrt die Sprachen, er bringt die Kommunikation rein. Die Menschen müssen lernen, miteinander zu kommunizieren. Und Gott tritt einen Schritt zurück dabei. Er müsste ja eigentlich froh sein, dass die Sprache der Einheit, nicht der Turm, der in den Himmel reichen will. Er müsste ja eigentlich über diese Dinge froh sein. Und gleichzeitig ist meine Deutung, dass er zurücktritt, damit die Menschen sich untereinander verständigen. Und das ist zum Beispiel eine Theologie, die würde ich gerne mit euch diskutieren. Dieses Zurücktreten Gottes, das erinnert mich ein wenig an deine Überlegungen zur Bedeutung des Säkularen für das Judentum. Du hast da ja auch einiges in deiner Dissertation entwickelt. Auch die halte ich mal kurz in die Kamera zu Margarete Sußmann, eine jüdische Religionsphilosophin aus dem 20. Jahrhundert. Und wenn ich es richtig verstehe, ist sie ja so eine Vordenkerin des säkularen Judentums. Was verstehst du unter säkularem Judentum? Ja, also ich habe diesen Begriff irgendwann angefangen zu verwenden. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob er es trifft, aber die Mehrheit der Juden bezeichnet sich als säkulare Juden. Und wenn man und die sagen dann, ich glaube nicht an Gott. Also so war ich auch drauf, sehr lange. Insofern fühle ich mich mit diesen Menschen verbunden und gerade mit denen möchte ich über religiöse Traditionen, die religiöse Tradition des Judentums sprechen. Und nun ist es so, dass also in der Tora und später eben keine einheitliche Theologie präsentiert wird, sondern immer wieder Menschen kritisch mit Gott im Diskurs sind. Und jetzt gerade, das ist im Augenblick mein Thema, weil mich das Politische eben auch sehr interessiert, stelle ich fest, dass in jedem Tora-Abschnitt, den wir gerade lesen, irgendeine Stadt existiert, die problematisch ist. Babylon, Sodom und so weiter. Und wir wissen aus der griechischen politischen Philosophie, die Polis, nicht der Ort der Demokratie, das ist schon wichtig. Also da kommt die Idee der Demokratie her. Und ich frage mich nun, ob zum Beispiel Abraham, der ja aus Ur kommt, also Uruk, einer der wichtigsten antiken Metropolen, ob der als Städter, der zumindest in der jüdischen Tradition, nicht, er kommt aus diesem mesopotamischen Zivilisationsgebiet, den ganzen Weg nach Kanaan, nicht, er ist von Gott auserwählt, um dahin zu gehen, aber Gott weiß ja Bescheid, was da los ist. Nicht, vielleicht hat Gott ihn ja auch geholt. Und Gott sagt ja selbst in der Tora, Abraham ist jemand, der Recht und Gesetz hält und das auch seinen Kindern beibringt. Also vielleicht will er ja so jemanden, der mit diesen Städten in Kanaan, Sodom, Gomorra und andere, umgehen kann. Er kommt ja selber aus dieser großen Metropole Ur oder Uruk im Lande der Chaldäer. Und also du siehst, ich lese das im Augenblick anders und sehe, dass schon da ein religiös-säkularer Dialog ist. Die Stadt mit ihren zivilisatorischen Errungenschaften, mit ihrer Politik,
und mit dem Handel, der Wirtschaft, nicht? Es ist keine Subsistenzwirtschaft mehr, sondern Städte, die haben Märkte und all diese Dinge, das kann man alles dazu interpretieren. Und dieser Abraham, der geht nun in einen kritischen Dialog mit Gott und verlangt von Gott Gerechtigkeit. Bislang konnte Gott vernichten, wenn er wollte, und jetzt hält er ihn fest und sagt, du bist doch der Richter über diese Welt und willst du jetzt einfach den Schuldigen mit dem Unschuldigen zusammen vernichten? Und da sehe ich schon den ersten religiös-säkularen Dialog, dass Abraham aus einer säkularen Vorstellung von Recht mit Gott diskutiert. Und Dass er also, damit meinst du, dass er also den Machtanspruch Gottes auch begrenzt und ja. Gott zur Rechenschaft zieht und dadurch so eine Autonomie des Säkularen ermöglicht als religiöser Mensch? Ist das so gemeint? Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es hier um eine Autonomie geht. Ich bin der Meinung, dass das Religiöse und also Religion und Säkularität sind keine Gegensätze. Es gibt eine Vorstellung von Religion, die ist theokratisch. Gott herrscht und wir müssen seinen Willen erfüllen. Er sagt uns, wo es lang geht und wir können das versuchen, menschlich zu verstehen, aber Gott ist derjenige, der herrscht. Und bestimmte Repräsentanten erzwingen das auch, dass das durchgesetzt wird. Und die andere Vorstellung ist, Menschen emanzipieren sich und errichten sich einen säkularen, einen weltlichen Raum mit den Wissenschaften, mit den Erkenntnissen und treten mit Gott in einen Diskurs. Und das ist der religiös-säkulare Diskurs. Also ich sehe mich als säkularen Menschen nicht in einer Opposition zur Religion. Im Gegenteil, die Religion, so wie sie in der jüdischen Tradition aufgestellt ist, nicht insgesamt. Wir haben auch leider sehr viel theokratische Gruppierungen. Aber mich interessiert der religiös-säkulare Zweig und das wichtige Werk. Wir lesen ja die Bibel nicht unabhängig. Wir lesen sie ja durch die rabbinische Brille, durch das rabbinische Schrifttum. Das habe ich eben von Regina Jonas, meiner Lehrerin, gelernt. Das wichtige Werk, der Talmud oder das rabbinische Schrifttum, ist ein durch und durch säkulares Werk. Ich würde gerne noch mal nachfragen, damit um sicher zu sehen, dass ich es richtig verstanden habe. Könnte man vielleicht sagen, dass das etwas ist, was Europa vom Judentum lernen kann, dass Säkulares und Religion keine Gegensätze sind, sondern dass das Religiöse, aber auch die Stimme Gottes Teil des Säkularen ist und in ihm um Aufmerksamkeit ringen muss? In jedem Fall. Und deswegen, also du hattest gefragt nach Margarete Sussmann. Margarete Sussmann ist tief religiös. Die hat also versucht, die Religion, also ein religiöses, politisches Denken nochmal neu zu formulieren. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, also es ist etwas antiquiert und aus dem Pathos dieser Zeit zu lesen. Aber was sie tut, ist den Messianismus säkular zu denken. Gut, das war damals mit den Utopien und dem Sozialismus, war das sowieso in Mode. Aber ich habe von ihr gelernt, dass das messianische Denken auch ein säkulares Denken sein kann. Also der ganze Sinn von Politik, den wir heute haben, und das ist das Europäische, wir sind eigentlich alle Messianisten. Also unser ganzes politisches Verständnis ist messianistisch. Denn wir alle kritisieren die Gegenwart. Wir, nicht, sonst hätten wir keine Politik, sonst hätten wir keine Demokratie. Unsere Demokratie hat einen messianistischen Boden. Wir alle sind unzufrieden mit der Gegenwart. Wir alle haben einen Maßstab von der Zukunft her, an dem wir die Gegenwart messen und sagen, das ist noch nicht gut genug. Und das ist säkularer Messianismus. Und Margarete Sussmann hat das jüdisch formuliert, indem sie sagt, die Tora, also sie wollte die Halacha, die jüdischen Gesetze, sie wollte in dieser Tradition stehen und auch nicht. Sie wollte das irgendwie modern nochmal formulieren. Und sie hat gesagt, die Tora ist das Gesetz, aber das Gesetz aus der Zukunft, nicht aus der messianischen Zukunft. Das ist also nicht ein geoffenbartes Gesetz an einem gewissen Tag X am Berg Sinai,
sondern wir haben ein messianisches Gesetz, das aus der Zukunft reinwirkt in die Gegenwart. Und damit hat sie sozusagen die Bibelwissenschaft und die messianische Erwartung zusammengebracht. Nicht, dass man natürlich weiß, die Tora, die kann man wissenschaftlich erforschen, wann ist was entstanden, welche Gruppe hat was geschrieben, welches Menschenbild steht in den verschiedenen Kodizes. Und, aber sie hat gesagt, die Tora, das Gesetz, ist ein Gesetz aus der Zukunft, was sich immer wieder neu formuliert. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit einige Rückfragen von Teilnehmenden und ein paar Rückfragen kreisen ein wenig um diese erstmal provokativ klingende Äußerung, dass Gott etwas von uns lernen kann oder dass kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Also was könnte jetzt, das passt jetzt eigentlich ja ganz gut, weil deutlich wurde, Gottes Stimme wird auch im säkularen Diskurs als eine Stimme neben anderen erfahrbar. Mhm. Es geht um Aushandlungsprozesse. Du hast das mit Abraham auch eben nochmal sehr schön deutlich gemacht, wie der mit Gott rechtet und, und ringt. Mhm. Also was könnte Gott von uns lernen? Also das mit diesem, was kann Gott von uns lernen? Alles. Jede Sekunde lernt er. Und es gibt schöne Geschichten in der Tora, nicht? Also meine Lieblingsgeschichte ist natürlich die Geschichte der Töchter Zelophehads, nicht? Das sind die fünf Töchter von einem Mann namens Zelophehad. Der hatte keine Söhne. Und zu dem Zeitpunkt war es wohl so, dass nur die Söhne erben, die Töchter aber nicht. Und die Töchter beschweren sich darüber, erst bei Moses, der weiß nicht, wie man damit umgeht und geht zu Gott und Gott sagt, die Töchter haben recht. Ab jetzt erben die Mädchen, wenn es keine Söhne gibt. Also da korrigiert Gott sich selbst, da hat er dazugelernt. Voraussetzung ist allerdings, dass es da eben auch Frauen gibt, die sagen, hör mal zu, man kann es auch anders machen. Nicht? Es muss nicht alles so bleiben. Dann ist das neu. Oder wir haben für den Schabbat eine wunderbare Vorstellung. Ich werde jetzt am Freitag darüber sprechen. Das ist die Schabbatseele. Das ist was ganz Wichtiges in der jüdischen Tradition. Die Extra-Seele, nicht dieses Extra-Quäntchen, was wir am Schabbat haben. Und Gott möchte, so ist die Vorstellung, dass am Schabbat, nicht da gehen, wenn, da stellt er uns die, unsere Schabbatseele zur Verfügung, unsere Extra-Seele, damit am Ende des Schabbat all diese Seelen aufsteigen zu ihm, denn er möchte lernen, ob wir was Neues erkannt haben in seiner Tora. Da ist sozusagen im Volksglauben wunderbar formuliert, dass Gott auch am Schabbat dazulernen möchte. Mhm. Oder, weißt du, lernen sind ja verschiedene Sachen. Ich lerne zum Beispiel, ich lerne nicht nur Neues. Ich lerne zum Beispiel lieben. Ich lerne, toleranter zu werden. Also das jüdische Neujahrsfest, das dauert 2 Tage. Warum? Nicht dauert es 2 Tage und nicht nur einen Tag, weil nicht, ich weiß, dass Mona Tatari über die 2 Maße Gottes auch geschrieben hat, ihre Doktorarbeit, über das Maß des Gesetzes und das Maß der Barmherzigkeit oder das Maß der Gerechtigkeit und das Maß der Liebe. Das kommt meines Wissens aus dem Judentum, die 2 Maße Gottes. Und warum dauert das jüdische Neujahrsfest 2 Tage? Weil am ersten Tag ist er noch streng und unzufrieden mit den Menschen. Nicht? Wir machen ja Sühne, Teshuvah, und da beurteilt er uns noch nach dem Maß des Gesetzes. Und aber am zweiten Tag, ich rede jetzt etwas salopp, aber das darf man auch im Judentum, am zweiten Tag haben wir ihn sozusagen weich geklopft und da ist er inzwischen in seinem Maß der Barmherzigkeit. Und es heißt auch im Talmud, Gott betet. Ja, Gott betet auch. Nicht? Und was betet er? Möge das Maß meiner Barmherzigkeit über das Maß meines Gesetzes kommen, dass das stärker wirkt. Ja. Und da lernt Gott auch. Und ja, das finde ich, das ist das, was ich liebe. Und das kann ich auch empfinden in meiner religiösen Tradition. Da kann ich Gott erleben. Nicht? In dieser Spannung, dass er auch jetzt sich bemüht und mit sich ringt.
Ja, also ein lernbereiter Gott, damit er mit uns in Beziehung treten kann, um es uns zu erleichtern, auf ihn zuzugehen und ihn zu erkennen. Du hast ein bisschen eben auch angedeutet, und darauf bezieht sich eine weitere Frage, die ich jetzt im Chat gelesen habe. Du hast ein bisschen so diese Besonderheit der Säkularität in der jüdischen Tradition betont. Und die Frage ist jetzt, ob das Judentum auch die Pflicht hat, sich zu säkularen Fragen und Problemen zu äußern. Und ich würde daraus da vielleicht hinzufügen, die nochmal die Frage, ja, was kann die jüdische Stimme jetzt für Deutschland heute, für eine säkulare Ordnung in Deutschland, warum ist es wichtig, sie zu hören? Oder was ist so eine Botschaft, die da ganz wichtig ist? Ja, also es gibt im Talmud ein tolles Diktum, das besagt, wer sieht, dass die Leute der Stadt sich falsch verhalten und nicht protestiert, wird verantwortlich für die Probleme der Stadt. Nicht? Wer sieht, dass die Leute, die Regierenden des Landes sich falsch verhalten und nicht einschreitet, wird mitverantwortlich für die Probleme des Landes. Und wer sieht, dass die Verantwortlichen oder die Regierenden der Welt sich falsch verhalten und nicht einschreitet, wird mitverantwortlich für die Probleme der Welt. Und das finde ich, das könnte man sehen als Pflicht, sich einzumischen. Und die jüdische Tradition hat durch ihre, einmal durch die Geschichte, aber vielleicht hat sie das auch selbst gewählt, hat sich so aufgestellt, dass man nach innen wirkt. Nicht? Es ist eine dezentrale Kultur. Alle Juden miteinander sind durch verschiedene Dinge miteinander verbunden. Die Religion, die Kultur, verschiedenste Wiedererkennungsmerkmale. Aber es ist zu wenig entwickelt worden, um in der Welt als Jude viel zu sagen. Es gibt viele Juden, die sich engagieren, aber aus der jüdischen Tradition heraus. Nicht? Die jüdische Tradition ist nach innen hin gehalten worden, aber jetzt aus der jüdischen Tradition als Jude für eine bestimmte Ethik einzutreten und auch als Jude zu sprechen. Und diese Ethik, die jüdische Ethik, dann eben auch so zu übersetzen, dass andere sie auch verstehen können und mit ihr sprechen können. Das ist, glaube ich, zu wenig passiert, beziehungsweise das ist das Gebot der Stunde Ich finde es heute. ganz spannend, dass du dieses Gebot der Stunde ja in deiner eben schon erwähnten Machloket-Reihe, diesen Streitschriften, ja so übersetzt, dass die jüdische Stimme im Plural hörbar wird und im Streit. Ne? Also du streitest dich ja nicht nur als Jüdin mit der Gesellschaft, sondern du zeigst auch einen innerjüdischen Streit oder willst eine Streitkultur wieder lebendig machen, wie wir sie bei den Rabbinen immer kennen, die mich auch dadurch immer so fasziniert haben im Talmud, dass sie ja auch die Position weiter tradieren, die sie gar nicht für richtig halten. Also dass hier eine Pluralität an Möglichkeiten eingebracht wird. Also das war jetzt meine Vermutung. Oder streitest du einfach gern? Also warum sind das Streitschriften, die du da herausbringst, jetzt ja auch zum Säkularen in dem letzten Band? Also der letzte Band, den habe ich mit Hilfe von Paderborn gemacht, weil wir ja auch über das Religionsverfassungsrecht im letzten Jahr war das, glaube ich, oder vorletzten Jahr, da gab es ja auch eine Ringvorlesung. Und wie gesagt, ich bringe alles zusammen im Augenblick und habe da ge gesagt, das ist die Gelegenheit, um über diesen Satz, der so wichtig für das Judentum ist, Dina de Malchuta Dina, das Gesetz des Staates ist das Gesetz. Nicht? Da ist schon vor 1800 Jahren hat der rabbinische Rechtsgelehrte Samuel festgelegt, dass das Gesetz des Staates auch für die Juden gilt. Und die Frage ist natürlich, wie ist das, wenn sich das mit der Tora reibt, nicht? Und damals haben Juden eben Autonomie, eine Autonomie bekommen, eine weitgehende Autonomie, aber sie mussten die Gesetze des Staates anerkennen. Und das ist das Modell geworden, das durch alle Jahrhunderte das jüdische Leben der Diaspora bestimmt hat. Insofern war der schon so eine Art Moses Mendelssohn, lange vorher. Und
Ich möchte das aber, ich habe das analysiert, nicht nur als etwas, was interessant ist für den heutigen Diskurs Religion und Politik, sondern es hat das schon für den Samuel ein theologisches Potenzial gehabt, nicht, dass man den Rechtsstaat braucht. Ich habe das auch provokativerweise genannt, Gott braucht den säkularen Rechtsstaat. Und der Samuel würde ja sagen. Der würde sagen, ja, wir brauchen den Staat, der bestimmte Sachen verwirklicht. Gott braucht diese Gebilde. Und er hat, damals gab es das Wort Theologie nicht, nicht? Aber er hat auch diese Spannungsbeziehung zwischen weltlichen Königen und Gott als König. Darüber hat er sich Gedanken gemacht und war damals im Streit mit den anderen Rechtsgelehrten. Nicht? Sein Gegenspieler war Raff und jetzt habe ich gerade den anderen vergessen, aber die zwei, Abaye, Entschuldigung, Raff und Abaye, die zwei sind die Kontrahenten in ihrer Zeit. Und jetzt mit dem Streit. Ich sehe den Streit nicht als etwas gegeneinander, sondern als zwei verschiedene Positionen oder einfach verschiedene Positionen zur selben Fragestellung. Nicht, dass so möchte ich die jüdische Streitkultur verstanden wissen. Nicht, es geht nicht um ein Ja. Entweder-Oder. Es geht um Ja. verschiedene Positionen zur selben Sache. Und so würde ich gerne auch übrigens mit christlichen und islamischen Theologen diskutieren. Und so war das ja auch in der Spätantike. Das wissen wir ja durch Angelika Neuwirth und andere, dass alle zu denselben Themen Offenbarungen empfingen, geschrieben haben, sich gestritten haben. Nur legten sie leider die Karten nicht offen, dass sie sich gegen die anderen gerade auf etwas beziehen. Aber so, finde ich, wird das unheimlich spannend, nicht? Wie sind die verschiedenen religiösen Traditionen eigentlich so entstanden? Und möglicherweise muss man immer die anderen mitdenken, was die gerade gemacht haben, um zu verstehen, warum die eigene religiöse Tradition sich jetzt dagegen oder dafür entschieden hat. Das Aber ich mag den Streit. Und in Hebräisch, Machloket hat das Wort teilen. Das haben wir ja auch. Wir sind geteilter Meinung. Nicht? Die Teilung, Machloket heißt eigentlich teilen. Und ich argumentiere dagegen, heißt ani cholek oder choleket. Ich teile dagegen. Aber ich bin ein Teil des Ganzen. Und so möchte ich das gerne verstanden wissen. Wir teilen uns über dieselbe Sache. Aber wir sind wie ein Kuchen, alle zusammen. Das ist ein ganz faszinierendes Bild zum Abschluss, also dieses bunte Panorama unterschiedlicher Positionen, auch Positionen, die sich streiten, die ringen, aber doch um das eine und um das eine, den Kuchen, naja, also den einen, das eine Geheimnis darum ringen und versuchen, sich da gegenseitig zu helfen, indem sie miteinander streiten. Und das erlebe ich auch mit dir so und bin sehr froh, dass wir das am ZEK ein wenig machen können, dass wir es heute Abend ein wenig darüber sprechen konnten. Wir sind schon am Ende der Zeit. Es sind noch ein paar Fragen übrig, sowohl auf meinem Zettel als auch im Chat. Aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass wir angeregt ins Gespräch kommen. Ich selbst habe jetzt große Lust, dieses Buch zu lesen. Gott braucht das Säkulare. Also das war sehr überraschend und vielleicht haben auch andere Lust bekommen, deine Bücher zu lesen, die ich auch sehr faszinierend finde. Ich danke allen fürs Zuhören und lade ein zur nächsten Sendung ZEK Live, dann am 2. Dezember. Meine Kollegin Muna Tatari, muslimische Kollegin, wird dann ins Gespräch kommen mit unserem Gast Wolfgang Huber, dem ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden. Das ist dann auch wieder mittwochs zur gleichen Zeit. Das wird jetzt das neue Format ZEK Live, immer erster Mittwoch im Monat um 18:45 Uhr. Heute mit Elisa Klappek. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend an alle. Ja, von mir auch.